herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Das Alte ist vorbei. Was für ein schöner Gedanke im neuen Jahr. Aber tatsächlich war es mir in meinem Geist, als wenn Gott zu mir sagt, es kündigt sich eine neue Segenszeit an. Erwarte, dass lang vergessene Gebete jetzt zur Erhörung kommen. Ich habe deine Herzenswünsche nicht vergessen, sagt dir der Herr. Obwohl es unmöglich aussieht, vergiss nie, ich bin der Gott aller Möglichkeiten. Nichts ist zu schwer für mich, sei bereit, etwas Wunderbares zu empfangen. Und während ich diese Worte in meinem Inneren hörte und sie dann aufschrieb, war meine Bibellese an diesem Tag in Lukas 1. Und ich las die alte Geschichte von dem Zacharias, diesem Priester, und seiner Frau Elisabeth. In Lukas 1, die Verse 6 und 7. Dort heißt es, sie waren beide gerecht vor Gott, wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn ohne Tadel. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Und es traf mich, dieses Wort, weil ich dachte, wie viele Christen kenne ich, die in Treue ihre Bibel lesen, in Treue ihr Gebet beten, in Treue ihre Finanzen in die Gemeinde Jesus stecken, in Treue ihre Dienste in der Gemeinde verrichten, in Treue, wo immer sie können, irgendwie ihr Christsein leben und trotzdem sind sie unfruchtbar. Wenn du sie fragst, wie viele Menschen konntest du zu Jesus führen, wo warst du wirklich ein positiver Einfluss in deiner Umgebung, wo sind deine Kinder heute in der Nachfolge Jesu? Und sie müssten sagen, ich habe wenig Frucht in meinem Leben gesehen. Ein geistliches Bild. Israel hatte über Jahrhunderte nichts mehr wirklich von Gott empfangen. Seit 400 Jahren keine direkte Offenbarung mehr. Man hatte die Synagoge eingeführt, man las das Alte Testament. Aber Gott in Aktion, Gott in Gegenwärtigkeit hatten sie Jahrhunderte nicht erlebt. Und trotzdem, hier, diese alten Leute gaben nicht auf und sagten, Gott, was auch immer der Grund ist, aber wir beten und wir lassen nicht nach. Wir wollen deine Wunder sehen. Herr, und wenn du niemanden finden kannst, dann gebrauch doch wenigstens uns. Herr, egal ob wir alt sind oder nicht, wir wollen deine Größe sehen. Gott, wir wollen deine Ehre in unserem Land sehen. Gott, wir wollen, dass sich die Umstände ändern und du wieder die Nummer eins wirst in unserem Land. Herr, wir wollen, dass du das Stadtgespräch bist. Was auch immer Zacharias und Elisabeth gebetet haben, aber ihr Herz hatte Sehnsucht nach einer Offenbarung Gottes. Und tatsächlich, Gott kommt nach 400 Jahren und er gebraucht dieses alte, unfruchtbare Ehepaar. Wow, hochbetagt, aber in ihrem Herzen treu. Und ich glaube, dass das der Heilige Geist zu dir sagt, du hast so lange gebetet für bestimmte Wunder und jetzt ist die Zeit. Gott kommt in diesem Jahr und beschenkt dich. Gott kommt in diesem Jahr und begibt dir deine Bestimmung und deine Berufung. Dieses Ehepaar brachte Johannes den Täufer zur Welt, den jüdischen Reformator, die Stimme aus der Wüste, der Wegbereiter Jesu Christi, der das ganze Land umkrempeln sollte und die Herzen der Söhne wieder mit den Vätern verband, der das Volk Gottes aufrüttelte und wieder zurück zum Messias führte. Dieses Ehepaar brachte das hervor. Und ich glaube, dass Gott eine besondere Salbung, eine besondere Berufung auf die Senioren in unserem Land geben wird. Männer und Frauen, die lange gedient haben, die dachten, sie sind das alte Eisen. Und Gott sagt zu dir, ich will das alte Eisen neu schärfen. Und ich werde deine Berufung größer und durchschlagsfähiger und kräftiger machen als alles, was du bisher gesehen hast. Ich will deine Erfahrung nutzen. Ich will deine Treue nutzen. Ich werde deine Finanzen nutzen. Ich werde deine Kraft und Zeit nutzen. Und du wirst ein größerer Segen sein wie jemals zuvor. Gott wird dich gebrauchen, um eine neue Generation zu ermutigen
und sie voranzubringen und Gemeinde Jesu in einer neuen Weise zu gründen und nach vorne zu bringen, wie das unser Land bisher noch nicht gesehen hat. Gott wird die alte Generation, die Senioren aufstehen lassen, in Kraft, in Herrlichkeit. Und dieses Wort wird sich erfüllen. Ja, wir werden auffahren mit Flügeln wie der Adler, laufen ohne matt zu werden. Eine neue göttliche, geistliche Frische kommt. Und wir sind dabei. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.